27, 8, Fortschreibung des Bildungskonzeptes 2025-2030 überschrieben. Hier liegen jetzt zahlreiche Änderungs- und Ergänzungsanträge vor, die zunächst eingebracht werden können. Das wäre AfD, das wären Freie Wähler, das wäre Fraktion Die Linke, und in der Fraktionsrunde würden dann die Freien Wähler starten. Also, Änderungsantrag AfD einbringen. Bitte schön, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, ich würde es kurz machen. Der Ausschussbericht ist relativ eindeutig. Uns ist bei dem ganzen Thema nur eine Ergänzung wichtig, also vielleicht noch zur Klarstellung. Das nennt sich zwar Änderungsantrag, soll aber letztendlich nur die beiden Beschlusspunkte in diesem Antrag ergänzen. Also genau genommen ist es ein Ergänzungsantrag. Uns ist wichtig grundsätzlich, wir wollen auch diese Prioritätenliste, wie sie dort ist, nicht nochmal aufmachen. Uns ist natürlich bewusst, dass gerade die Investitionen in eine neue Schwimmhalle weitaus mehr Geld kostet als die Nutzbarmachung der freien Badestelle am Kiessee Leuben. Und da gab es ein Votum des Stadtbezirksbeirates Leuben, was vor allen Dingen auf Anregung des Stadtbezirksamtsleiters dort getroffen wurde. Oder genau, ja doch, auf Anregung des Stadtbezirksamtsleiters getroffen wurde. Was vor allem das Ziel hat, dass ein klarer Ansprechpartner, eine klare Zuständigkeit zukünftig benannt wird, wenn es darum geht, in Kiessee Leuben zur Badestelle zu entwickeln. Das ist aus der Erfahrung, die er dort vor Ort gemacht hat, eben nicht der Fall gewesen. Er wusste nicht, ob er jetzt mit einem städtischen Amt reden muss, ob er mit der Peter GmbH sprechen muss. Daher stammt dieser Vorschlag, dass hier der Oberbürgermeister einen klar Zuständigen benennt, der dann auch als Ansprechpartner für diese Themen gilt, der dann auch den Hut auf hat, um das dort fortzuentwickeln. Und der andere Punkt, den wir gerne ergänzen würden, ist letztendlich eigentlich eine Wiederholung der ohnehin schon geltenden Beschlusslage. Jedoch hat ja auch Herr Oberbürgermeister Hilbert gestern wieder bei seiner Rede des Oberbürgermeisters diesen Zungenschlag gehabt, dass die Entwicklung der Badestelle am Kiessee Leuben im Einklang mit der BUGA 2033 erst erfolgen soll. Und ich denke, und das ist auch einhellige Meinung des Stadtbezirksbeirates in Leuben und ich denke auch vieler Stadträte, dass das zu spät ist, dass das so schnell wie möglich stattfinden soll und nicht erst 2033, damit wir keine Zeit verlieren und damit auch das Baden am Kiessee Leuben zügig legalisiert wird. Denn dass es da einen Bedarf gibt, hat auch die Einwohnerfragestunde gestern gezeigt. Deswegen bitte ich um Zustimmung zur Ergänzung. Vielen Dank. So, dann Freie Wähler. Antrag einbringen, Änderungsantrag. Bitte schön, Herr Lippmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen uns bei der Verwaltung für die Fortschreibung des Bäderkonzeptes insgesamt bedanken. Das ist eine gute Bestandsaufnahme, die uns ermöglicht hat, auch gute Beschlüsse oder gute Diskussionen zunächst erstmal zu führen. Ich glaube, das hat auch einen gewissen zeitlichen Wert, diese Bestandsaufnahme für die Zukunft. Wir können dann auch in größeren Abständen dann abmessen, wie weit wir vom Stand 2024 oder 2023 dann vorangekommen sind. Wir werden also dem Ausschussbericht zustimmen, der ebenfalls eine Reihenfolge festlegt, beziehungsweise die Reihenfolge, die wir gemeinsam diskutiert haben, im Sportausschuss dort nochmal unterstreicht. Es gibt hier auch separate Beschlüsse, was zum Beispiel die Schwimmhalle Klotscher angeht. Und das war wohl so das gesamte Votum des Stadtrates bisher an erster Stelle mit erster Priorität diese Halle anzustreben. Dass der Sportausschuss dann das Ergebnis der umfangreichen Beteiligungsrunde ziemlich lapidar abgehandelt hat, hat mich etwas befremdet. Die vielen, vielen Anregungen gekommen sind, die sind pauschal dann alle dem Oberbürgermeister auf den Tisch gelegt worden. Er möge bitte die Möglichkeiten der Umsetzung prüfen, ohne dass jetzt eine fachliche Diskussion zu den einzelnen zugegebenermaßen sehr zahlreichen Anregungen gegeben worden sind. Also das wird zumindest in den Ortschaften, in den Stadtbezirken nicht alle befriedigen. Ja, Grundstück in Ost sichern, selbst wenn wir davon ausgehen müssen, dass die Schwimmhalle in Dresden-Ost, in Blasewitz oder Umgebung nicht in den nächsten 15 bis 20 Jahren kommen sollte. Aber unsere Altvorderen haben uns das vorgemacht, auch für langfristige Stadtplanungsprojekte Grundstücke zu sichern.
die dann im Bedarfsfall irgendwann zur Verfügung gestanden haben. Also insoweit können wir diesem Antragspunkt ebenfalls zustimmen. Damit das Ganze auch einen realistischen Anstrich kriegt, haben wir ein Finanzierungskonzept in unserem Ergänzungsantrag mit gefordert, der als zum nächsten Haushalt, also jetzt im kommenden Herbst, dem neuen Stadtrat mit vorgelegt werden soll, damit einfach die Wünsche, die Reihenfolge auch ein Stück weit mit realistischen Zahlen untersetzt werden kann. Wir wissen, dass das, oder wir wissen um die finanzielle Situation in den nächsten Jahren, das hat der Oberbürgermeister ziemlich deutlich gemacht. Wir wissen auch, dass wir ein großes Defizit an Sportanlagen haben. Wir haben heute eine Multifunktionsarena zumindest in die Richtung auf den Weg gebracht. Wir müssen noch in die Margon-Arena investieren. Wir halten auch das für dringend erforderlich. Also die Gelder müssen kurzum sortiert werden und wir wünschen, dass das in Form eines Finanzierungskonzeptes vorgelegt wird. Ebenso, und das ist auch ein Gegenstand, der im nächsten Haushalt mit zu beachten wäre, wäre der Zuschussbedarf der Bäder GmbH. Auch der wird steigen, wenn die qualitativen Angebote, die Qualität der Angebote, der Umfang der Angebote beibehalten werden sollen. Auch darauf muss der nächste Stadtrat achten, dass hier der Zuschussbedarf der Bäder in etwa abgedeckt ist. Wir bitten um Zustimmung für den Änderungs- oder Ergänzungsantrag und letztendlich um den Ausschussbericht zu dieser Vorlage. Dankeschön. So, und jetzt habe ich noch einen weiteren Änderungsantrag, Fraktion Die Linke. Herr Kiesling. Verehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben im Sportausschuss nach dem umfangreich das Bäderkonzept vorgestellt worden ist und was da alles Schönes versprochen wird und dass es da Prioritäten gibt, eine simple Frage an den Vorstellenden, nämlich den Geschäftsführer der Bäder GmbH, gestellt, wie es denn aussieht, ob er als Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft der TWD dieses Konzept mit seinem Hauptgesellschafter der TWD abgesprochen hat und ob denn das finanziell abgesichert sei. Und da hat er gesagt, nein, das ist ein Fachkonzept, Geld ist da nirgends enthalten. So, das heißt, egal was wir heute beschließen, es bleibt vollkommen offen, was davon umgesetzt wird. Wie es im städtischen Haushalt aussieht, haben wir gehört. Da sieht es jetzt nicht ganz so aus, als ob wir uns Tolles leisten können. Das heißt, die toll aufgeführten Prioritäten, das sind jetzt noch Schwimmhalle Klotsche 1, Neues Sachsenbad 2, Elbermache 3, Kiesseeläuben 4, Schwimmhalle Dresden Ost 5, werden in der Abarbeitung irgendwo enden. Mal schauen, wo. Und das ist unbefriedigend. Und wir finden, wenn also eine Tochtergesellschaft eines so großen Konzerns wie der Technischen Werke ein Bäderkonzept entwirft und uns hier vorstellt und wir das so durchlassen, dann legitimieren wir einfach nur eine schrittweise Abarbeitung der Prioritäten. Das ist aber falsch. Prioritäten sollten schon in der Reihenfolge abgearbeitet werden, aber eigentlich auch mit der Zielstellung, dass die letzte auch noch drankommt. Und deswegen möchten wir den Oberbürgermeister beauftragen, sich gegenüber den Technischen Werken für eine Finanzierung genau dieses Bäderkonzepts nachdrücklich einzusetzen und dass dort im Bereich der Tochtergesellschaften der Technischen Werke, nämlich bei der Sachsen Energie, dafür genügend Geld da ist, habe ich hier von diesem Rednerpult schon oft und umfänglich erläutert. Vielen Dank. So, damit sind im Wesentlichen auch die fest angemeldeten Redner schon abgearbeitet. Deswegen darf ich mal in den Raum fragen, wer möchte sich noch zu Wort melden zu dieser Vorlage? Das sehe ich nicht der Fall. Dann kämen wir direkt zur Abstimmung. Und ich würde dann die Änderungsanträge in der Reihenfolge, wie sie eingebracht worden sind, jetzt hier auch dann zur Abstimmung stellen. Ich darf zunächst den Änderungsantrag AfD zur Abstimmung stellen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Zwölf Ja, 40 Nein, eine Enthaltung, hat damit keine Mehrheit gefunden. Wir kommen zu dem Ergänzungsantrag der Freien Wähler, Freie Bürger. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
3 Ja, 41 Nein, 11 Enthaltungen. Hat auch keine Mehrheit bekommen. Und jetzt kommen wir zu dem Ergänzungsantrag Fraktion Die Linke. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Acht Ja, 34 Nein, 13 Enthaltungen, hat auch keine Mehrheit gefunden. Insoweit sind wir beim unveränderten federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Zweiundfünfzig Ja, keine Nein, drei Enthaltungen, damit so beschlossen. Führt uns zum Tagesordnungspunkt 27, 9 Dresdner Straßen- und Stadtteilfeste erhalten.